Hallo Leute, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Wir haben im letzten Run der Fragezeichenmann versucht gegen Mom. Und ich wollte mehr Herzen sammeln. Nicht noch weniger bekommen. Ihr könnt mich mal. Ich komme da nicht vorbei. Ich kann nur noch schauen, haben wir hier noch was? Teleporter, aber zu wenig Geld. Was haben wir hier? Kein Geheimraum. Ach, das wird nichts, ich sehe es schon. Ist einfach zu schwer. Ich wollte jetzt nämlich noch das Ding auffüllen. Ja, genau! Warum? Tritt doch zu! Alter! Schon wieder nur ein halbes Herz. Was kann ich denn da machen? Naja, ich würde sagen, der Part war ist noch ein bisschen kurz, da können wir es gleich nochmal mit dem versuchen. Manchmal, vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Man weiß es nicht. Oh, ich hätte mir die Statistiken davor anschauen sollen. Was haben wir hier? Skeletten-Key. Ja, das... Ich wollte davor noch schauen. 9 Tode, 10 Marmkills, 98 Items. Kein Secret neu. Ja, der Run war scheiße. So. Jetzt, letzter Versuch für heute. Dann habe ich erstmal genug aufgenommen. Ja, gleich mal getroffen. Na, ganz toll. Geht ja gut los. Ich bin einfach nicht so gut in dem. Keinen Schaden bekommen. Vor allem diese, schon wieder, haben uns die gleichen Viecher haben uns. Tötet. Wie immer, die was springen und dann ihr scheiß Blut da überall drauf verspritzen, das ist einfach nicht fair. Okay, kaputt gekauft. Taha. The Book of... Oh, ich glaube, das ist cool, weil es bringt das gleiche wie der Tod, die Todkarte, oder? Oder es gibt mir immer so. Ne, das Monstermenü gibt mir immer Ding. Schauen wir einfach mal. Chimini. Okay, macht Damage. Macht den ganzen Raum tot. Das ist gut. Das ist vor allem dann für die Tiefen gut, falls sie bis dahin kommen. Jetzt bräuchte ich aber echt Damage oder Tears ab. Ich habe einfach gar keinen gemacht. Gegen Mom, das war einfach. Habt ihr gesehen, 2 Minuten habe ich mit dem halben Herz durchgehalten müssen. Irgendwann mal kommt man halt in eine Situation, wo man getroffen wird. Erstmal Range Up, ja. Meinetwegen. Nicht das Beste, aber. Aber naja. Okay, weiter. Feuer. Aber hier. Sollte ich das Buch jetzt alle 3 Räume auf, glaube ich. Nö. Nö, du, für sowas riskiere ich das nicht. So. Nee, in den Shop gehe ich nicht. Erst wenn ich 15 Münzen habe. Ja. Hier könnte ich mir 15 holen, fast. Hätte ich Bomben. Und ich krieg schon wieder Schaden. Das ist so. Alter.
Das ist natürlich jetzt cool, wieder Dr. Fetus zu bekommen. Schon sagen, ich habe Glück mit dem Kerl. Ich habe Glück mit Dr. Fetus. Also jetzt muss ich echt aufpassen. Das wäre so wahnsinnig bitter, wenn ich jetzt mit dem das nicht schaffen würde. Und da ist der Geheimraum. Das ist gut. Was haben wir denn da? Noch mehr Geld. Gut. Okay, es lohnt sich echt, den Shop noch zu gehen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Vor allem, dass wir jetzt noch einen Steam Sale bekommen. Oh, ich kann nicht reden. Hermit. Die Bombe braucht man nicht. Hermit bringt mich in den nächsten Shop. Gut. Und ich renne einfach in die nächste Fliege rein. Schlüssel, gut. Warum ist die eigentlich nicht gestorben? Frage ich mich gerade. Boah, ein blauer Stein. Was haben wir da? Bitte. Danke. Zumindest eins. Durchgeglitscht. Auf geht's. Larry Jr. Da setzen wir uns das Item ein. Und töten den Boss damit instant. Und kriegen 2 Silberherzen. Wunderbar. Wunderbar. Pack könnte ich nehmen, würde ich 1 Silberherz verlieren, aber beim Bomben brauche ich das nicht. Bei den Bomben mache ich genug Damage. So, ab nach oben. Das war eng. Aber es hat geklappt. Mehr will ich ja nicht. Und du. Gut, danke. Ja, was soll ich denn da machen? Eingekastelt. Ach, gemein. Hermit. Erstmal Mr. Mega. Dann die Pille. Dann noch eine Pille. Gleiche. Und ein Schlüssel. Gut. Geil. Das sieht ganz gut aus. Ich würde nicht sagen perfekt, weil ich doch schon einiges an Damage kassiere. Aber... trotzdem sieht's gut aus. Muss man mal sagen. Erst du und dann du. Okay. Erst du. Erst ihr. Dann du. 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 Und jetzt ihr. 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 Also die Fliegen sind echt nervig mit dem Ding. Geld nehmen wir immer gern mit. So. Komm her. Noch ein Schlüssel, gut, gut. Und noch ein Herz, wunderbar. Da lassen wir die Scheißpille mal. Die brauche ich nicht. Und du. Und du. Aufpassen, dass ich kein Damage kassiere. Gut. Habe ich jetzt schon Damage kassiert? Damage kassiert in der in den Caves. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht. Uhuhuhu.
Geht doch sterben. Da. Und nochmal da. Und noch ein Herz. 6 Herzen. Weiter. Bis zur Zeit haben wir noch. Oh Mann. Diesmal muss es klappen mit Mr. Fragezeichen. Weil wenn wir mit dem Mom gekillt haben, dann wird's cool. Dann wird's richtig cool. Der Typ kriegt erstmal bis 7 Münzen, mehr noch nicht. Er gibt uns auch ein Silberherz. Er gibt uns 2 rote Herzen. Und tötet sich dann selbst. Wenn er meint, wenn er glücklich dann ist. Ich wär's nicht, aber was soll's. Jedem ist seine. Tot. Da haben wir auch wieder Geld. Nichts Gutes. Nicht viel, aber doch ein bisschen was. Warum sollte ich hier das Buch einsetzen? Krieg ich gar kein Damage. Nö. Für was? Und nochmal. Gut. Das Buch hebe ich mir jetzt für die Räume auf, wo ich dann. Danke. Oh, ist das cool. Nochmal der Explosive Diarrhea Pillar. Noch mehr Geld und Bomben. Da müssen wir jetzt wieder hochgehen. Ich habe Hoffnung. Wir haben 7 Herzen. Im gleichen Part waren wir noch tot vorher. Bei Mom. Also Mom sollte jetzt mit den Items definitiv leichter sein als mit dem anderen. Geht auch sterben. Ja, noch ein Silberherz. Oh, wie geil. Und du. Und du. Und du. Danke. Oh. Uhuhu. So. Schlüssel holen wir uns natürlich. Jetzt ist das epischste Item-Combo, was ich je hatte, eingetreten. Wir haben die Homing fetten großen Bomben, noch ein Herz dazu bekommen. Die Homing Bombs, wir haben die fetten Bomben, wir haben Dr. Fetus, wir haben 10 Herzen, ein super Spaceball-Item. Huhu, sieht wunderbar aus. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Ich freue mich. Tschüss.